Und go. Moin, da sind wir wieder. So. Genau. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Wir machen nicht mehr allzu viel. Ist schon recht spät, aber wir arbeiten jetzt noch nördlich ein paar Sachen ab. Machen ein Herz fertig. Oh, genau. Die alten Herren werden langsam müde. Ja. Ja, gehört ja langsam zum alten Eisen. Kreithypnose. Ach, da ist ein Aussichtspunkt. Oh, da hatte ich, irgendwie entsinne ich mich daran. Da hatte ich so ein Problem. Ach, da oben ist ja auch eine ganz böse, fiese Hexe. Nee, oder? Es ist, nee, doch. Es ist das? Ja. Ja, und da ist die Hexe. Glaube, irgendwie den ganzen Kreid, die sie hier hat. Und ich komme hier nicht. Oh, Harry, ey. Kopf gegen Planke. Planke gewinnt. Ja. Bei dir auch. Super. Ja. So. Jetzt hier aber. Ich bin schneller als ein Centaur. Adrenalinsturm. Au. Warte. Wollen wir oben die Truhe auch haben? Also die. Die Kreithexe, die kriegen wir nicht zu dritt. Ja. Aber wir, ich wenn wir unsere. Das ist ein Aussichtspunkt. Ja, ich möchte. Um den geht's mir eigentlich. Ich will die Truhe. Können wir auch probieren, wenn wir da dran vorbeikommen. Wir sollten hier aber auch schön unterwegs die Kreid tot machen, damit die uns nicht so in den Rücken fallen. Hau! So, irgendwo war noch einer. Da. Okay. Ja. Erstmal den Aussichtspunkt und dann schauen wir mal wegen der Truhe. Würde ich vorschlagen. Ja. Oh. Böses Vieh. So. Warte mal, ich muss mein Mauspad mal ordentlich richten. So, jetzt geht's weiter. So, ich glaube, hier hinten geht's dann hoch, oder? So. Nee, andere Seite. Okay, Moment, eben den kleinen Kram hier. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du hin? Bin hier oben schon. Genau, da hochlaufen jetzt. Ah, okay. Und dann immer geradeaus, dann ist sie da. Aussichtspunkt. Okay. Stimmt, irgendwie wollte das letztes Mal bei. Ne, oder das war vielleicht ein anderes Gebiet. Ich weiß nur, das wollte nicht. Da gab es mal eine Stelle. Oh, hab ich mich aufgeregt. So, dann mache ich jetzt. Habe ich einen Wurm? War, glaube ich, so in Folge 80 oder 120. Da mitzuzählen. Wird so. Der langsam schwer. Hast du deinen Teddy? Ja. So, dann machen wir deinen Teddy an. Au, jetzt bin ich in der Gefängniszelle. So, jetzt will ich hier wieder runter. So, irgendwo ist eine Truhe. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Da. Hier hoch, darüber, genau. Du musst übers Boot. Ah, ja, ich sehe. Genau, und dann ganz hoch. Und dann schickst du deinen Teddy darüber. Ja. Achtung, Achtung, okay, Achtung, Basti. Schön aufpassen. Falsche Taste. Ich bin unten. Und verschwindet wahrscheinlich gleich auch mein Teddy. Nee, ich will die Truhe. Ich versuche so schnell wie möglich wieder hochzukommen. Ich will sie ja auch. Mein Teddy ist leider wieder bei mir. Ich hab sie, ich hab sie. Und tschüss und weg hier. Naja gut, ich verzichte jetzt kurz auf die Truhe.
So, ich komme wieder hoch. Ne, wir warten hier unten und Basti belebt sich am besten wieder bei dem Ort, wo wir waren. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Weil die Hexe zu dritt, ja. Nee, das schaffen wir nicht. Die ist Hammer. Ja. Ja, ich zeig dir auch mal kurz hier die Wegmarke, dann kannst du dich da direkt wiederbeleben. Wir warten hier im Wasser und gehen dann hoch zur Sehenswürdigkeit. Nebenbei werden hier ein paar Götzen. Das ist kein Blutgötze, was das ist. Das sieht aus wie so ein Google Internet Heißluftballon. Was? Ja, guck mal, der erste Versuch. Ja, finde ich cool. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, Internetanschluss im Internet zu verstecken. Na, die hören uns ab hier. Ja, Google darf das. Der bietet mir was. NSA bietet mir aber kein Mail-Service, Kalender, Kontakte, Telefon. Wenn die das machen, bin ich ja auch zufrieden. Aber nee, die fand das ja kostenlos. Ja. So, ich glaube, hier werden wir südlich irgendwie mal tief, um da irgendwie, ja, Sehenswürdigkeit, hier habe ich sie. Und irgendwas greift mich an. Oder meinte mich anzugreifen. Ach, der Turm. Der kann da bleiben. Jetzt würde ich sagen, nochmal weiter nördlich. Wollt ihr euer Herz nicht erstmal hier voll machen, oder? Was sollen wir denn machen? Verkleidet euch jetzt auf, erstand einen befreit Sklaven, zerstört Verteidigungsanlagen. Ja, doch, dann töten wir hier. Wahrscheinlich Skrei töten hilft auch. Würde ich einfach mal so wieder vermuten. Achso. Ja, Krei töten. Reicht quasi auch schon fast. Schau ich mal, was ich hier so finde. Dann legst du dich erstmal mit dem Veteran an hier, ey. Ich kann die Kraft der Bären spüren. Irgendwas liegt hier. Öffnen wir mal hier ein paar Käfige. Au. Nerviges kleines Türmchen. Auf sie, mein Thunfisch. Fehlt mir quasi noch so ein Kreid, dann habe ich schon fast Blutgötze, dann machen wir natürlich mit. Noch ein. So, ich bin fertig. Die Käfige kannst du, genau, die kannst du auch öffnen. Ja, das sollte Basti machen, genau. Genau. Meinte ich auch. Boah, die bringen richtig was. So. Warum kann ich mich nicht bewegen? Echt? Hat es auch die Truhe? Ist ja geil. Ja, ich frage mich, wer da jetzt reingekommen ist. Ja, der lag doch da. Das ist geil. Aufrappeln. Vorne,
Naja, irgendwann komme ich auch noch an die Truhe. Irgendwann. Nochmal alle Truhen abgesammelt. Ich muss mir auch was ausdenken für die Zeit, nachdem die Karte erkundet ist. Alle Verliese gemacht wurde. Nebelmission abgeschlossen. BVW komplett. Oh mein Gott, ist hier noch viel zu erledigen. Da kann ich ja nicht mit, ne? Aber. Oh. Was kannst du? Bei WoW kann ich nicht mit rein. World gegen World. Höchstens wenn mein Server gegen deinen Server. Stimmt. Ja. Dann können wir uns mal gegenseitig platt machen. Das ist aber auch ein Scheiße zu erkunden. Das glaube ich. Aber das zählt jetzt nicht zu dem Erkundungskram, oder? Da, da. Muss auch. Um die Karte 100% zu haben, musst du die auch. Super. Geil, ne? Ja, da müssen wir noch irgendwie eine Regelung verwenden. Entweder wechsle ich dann den Server oder so. Den kann man auch richtig wechseln, oder? Den kannst du richtig regulär wechseln. Aber kostet, glaube ich, Kristalle, ne? Genau. Was? Ja, ich dachte, das. Da ging, weiß ich was, so einmal im Jahr kann man das kostenlos machen oder so. Noch nicht. Ich glaube, das kommt bald. Finde ich nett. Wo seid ihr so, denn? Basti hat, glaube ich, auch sein Herz voll. Dann würde ich sagen, weiter Richtung Norden. Da ist eine Sehenswürdigkeit und ein Fertigkeitspunkt. Ja. Ich gehe mal aus diesem Kreithaufen hier raus und dann sammeln wir uns mal wieder. So, ich warte hier einfach bei einem Fertigkeitsherausforderung. Oh, mit dem muss rein theoretisch auch eine Zwiesprache gehalten werden. Das kann ich ja eigentlich machen. Basti ist, glaube ich, noch so ein bisschen verwirrt. Ich guck mal nach. Achso, die ist unten. Was? Die Sehenswürdigkeit. Muss runtertauchen. Ach, die da unten ist. Ja, die, ich hab so. Oh ja, Basti, genau. Da muss er etwas südlicher. Ich glaube noch ein bisschen weiter runter. Oder hast du sie schon? Da muss man wirklich noch ein bisschen weiter runter schwimmen und dann kriegt man sie schon. Man muss dann irgendwo besonders. Okay. Okay. So und jetzt? Oh, da war irgendwas zum Abbauen. Boah, Mithril, habe ich so viel schon. So, sehe ich euch schon. Ich sehe dich. Ah, da kommt was angeschwommen. Da. Aber, ja. Ich sehe auch nur dich. Oder Basti soll da eigentlich direkt hinter dir sein? Da. Ach, da ist er. Okay. Da mit dem Ort muss eine Zwiesprache gehalten werden. Links ist noch eine kleine Sehenswürdigkeit. Hier. Wenn da, dann solltest du auch die Sehenswürdigkeit haben. Da bis wo wir uns gerade befinden. So.
Dann würde ich sagen, schwimmen wir jetzt zu diesem Städtchen hier hinten und da machen wir da mal. Okay. Die hast du schon, ne? Das Städtchen. Ich glaube, da waren wir schon mal, ne? Ja, da waren wir schon. Hm? Das nehmen wir jetzt nur als Ende. Abschlussort, genau. Ja, sag ich's ab, Bilder. Ach komm, machen wir es noch zum Schluss. Was soll's? Diese Abbilder hier, dieses Event. Wenn wir schon mal hier sind. Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich was. Wow, 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 wow. Ganz ruhig hier, Leute. Nicht übertreiben. Boah, wo kommen die denn alle her? Oh, das sind die ganzen Abbilder. Ich glaube, die sollte man gezielt töten. Weil die rufen auch Verstärkung herbei. Ach so. Moment, ich call die mal. So. Das war ja. Null. Das ging doch, ne? Ja. So. Und jetzt weiter hier. Ab nach Hause, würde ich sagen. So. Setzen können wir uns leider nicht, aber stehen wir hier mal schön am Lagerfeuer. Warte, ich komme. Ich habe hier noch was mitgebracht. Ja, ich. So. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Jo. Und man sieht sich bei der nächsten Aufnahme. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.